Äolische Inseln oder die seltsam Kenzi Video. Die Äolischen Inseln, sieben Eilande bei Sizilien, sind durch vulkanische Aktivität entstanden. Arg, wenn dich das Vulkanvirus mal erwischt hat, dann bist du hoffnungslos verloren, philosophiert der 51-jährige Ugo Pegori aus Bergamo und packt sich dabei lachend am Kragen. Er ist Bergführer und kletterte Golden SY CGG 1 CGC SCSS Cook CYGGY GUCC Golden Geoalpinistisch betrachtet ist der Stromboli bestenfalls zweite Wahl, aber ich sage euch, seit 9 Jahren nehme ich jedes Jahr 2 Monate Urlaub und führe täglich auf diesem Feuerspuker. Und immer öfter steige ich auch zu Neujahr mit Freunden hinauf, denn ein besseres Feuerwerk kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die donnernden Eruptionen, das Brodeln der Lava, ich glaube, ich bin süchtig. 7 völlig verschiedene Schwestern, 7 Perlen funkeln nördlich von Sizilien im Tyrrhenischen Meer, die Äolischen Inseln. 7 bildhübsche Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch alle das gewisse Etwas ihr eigen nennen. Alicudi, der Außenposten, auf dem eine Handvoll Maulesel alle nötigen Transporte erledigen. Einsame Wanderer bekommen hier gratis das perfekte Cyber-Detox-Programm. Filicudi hat immerhin schon eine Straße. Auf den mittelalterlichen Steintreppenwegen herrscht garantiert kein Rummel. Das fruchtbare Salina mit seinen beiden Gipfeln, die knapp an der 1000-Meter-Marke schrammen. Das mondäne und teure Panaria, wo Mailänder Multis und römische Industrielle gerne mit der Hummerzange hantieren. Lipari, die Hauptinsel, Buchten mit türkisglitzerndem Wasser bei Punta Sparanello, Thermen bei San Calogero und dann die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen. Direkt darüber thront das Castello auf einem 60 Meter hohen Lavafelsen und offenbart einen Blick auf den alten Hafen, die Marina Corta. Lipari hat den geschäftigen Charme einer Metropole, obwohl es nur gut 15.000 Einwohner hat. Mit 37,5 Quadratkilometern ist sie die größte der 7 Äolischen Inseln. Ein mediterranes Wanderparadies. Egal, ob zu Fuß oder auf 2 Rädern, ein Muss ist ein Blick vom Belvedere Quadrocchi, einem Aussichtspunkt auf 200 Metern Seehöhe, der über Agaven, blühende Kakteen und Zistrosen reicht, auf jäh abstürzende Klippen und frei in der Brandung stehende Felstürme, die Faraglioni. Der Legende nach stellen sie die beiden Finker des zu Stein erstarrten Windgottes Aiolos dar. Der göttliche Blick endet unweigerlich im 391 Meter hohen Krankrater, dem monumentalen Krater der Nachbarinsel Vulcano. Exakt hier befindet sich Homers Sagen zufolge die Schmiede des griechischen Gottes Hephaistos, den die Römer später Vulcano nannten. Genau hier um die Überfahrt mit dem Tragflächenboot zu Vulcanos Porto di Levante ist ein Katzensprung und dauert 15 Minuten. Der Weg zum großen Krater führt zunächst direkt durch die Ortschaft. Zickzackt weiter in Serpentinen, gemächlich auf Lavasand empor und auf einem welligen Pfad die Kraterwand hinauf. Nach einer knappen Stunde Aufstieg ist der optisch einem Weinkelch gleichende Kraterrand erreicht. Schwefelfumarolen zucken tanzend aus Felsspalten und wabern von Aiolos angestachelt über die Kraterkante. Der gigantische Krater mit seinen 500 Metern Durchmesser, das Farbenspiel der zischenden Fumarolen mit ihren giftig-gelben Chloridkrusten und das bahnbrechende Panorama auf die umliegende Inselwelt sind jede Strapaze wert. Starker Magen auf hoher See, lediglich die weißen Schaumkronen verraten, dass das Meer heute ziemlich aufgewühlt ist. Tja, Bootsbursche müsste man sein. Der Blechpott Richtung Stromboli schlägt bereits Kapriolen und er verschlingt ein fettes Tramezzino, Thunfisch mit Mayonnaise. Uns Landeiern krampft der Magen, bleibt nur der stoisch konzentrierte Blick auf den Nothammer. Endlich, wir passieren Ginostra. Die Ortschaft krallt sich förmlich an der steilen Flanke des mustergültigen Vulkankegels fest. Noch eine sanfte Kurve und wir landen samt Mageninhalt am Skari-Strand an. Wieder ein paar Schrammen etc. Golden Golden ZCG. Ökzyg Züg SGCSL Golden SSG Rinnen, erklärt uns Antonino in brüchigem Englisch. Dann rauscht er los mit seiner dreirädrigen Ape. Immer wenn der blecherne Aufbau des aufgemotzten Rollers die Hauswände tuchiert, fliegen die Funken.
An fast allen Hausecken haben sich schon tiefe Schrammen gebildet. Spätestens jetzt ist er überfällig, der Rachenputzer, der zugleich den Mageninhalt wieder sortiert. Und dafür gibt es keinen besseren Platz als das Ritrofo Ingrid auf der Piazza San Vincent zugleich bei der Kirche. Es war ein handfester Hollywood-Skandal, der die Äolischen Insel 1949 aus einem langen Dornrös eski gulden eso cs gulden gulden aclus, terra didio, hieß der Streifen, der den Regisseur Roberto Rossellini und die Diva Ingrid Bergman einander näher brachte. Skandalös dabei, beide waren verheiratet, nur nicht miteinander. Das zähe Melodram war filmisch von zweifelhaftem Prädikat, aber die bunten Fischerboote auf dem schwarzen Lavasand, die weißen Kuben, das blaue Meer und natürlich der übermächtige Stromboli, quasi über Nacht wurde die Insel weltberühmt. Zurück zu Ugo. Die 924 Höhenmeter bis zum Kraterrand fallen unter die Rubrik Genussbergsteigen. Auf dem zunächst steinigen Serpentinenpfad gewinnen wir schnell an Höhe. Eidechsen flüchten in mannshohe, quietschgelb blühende Ginsterbüsche, Rosmarin und Salbei verströmen einen LGGGCI, LSSGCGCGEZCS Golden GYZCYSS 5ZSGGLGSGC QCIOLGS QVGOC GUC 1GGCYVGCG Golden GCI ZOGEG 4CZ Golden versucht, riskiert satte Bußgelder. Weiter oben strapaziert der lose Vulkansand die Waden. Doch schon hören wir das Fauchen der Höllenschlünde. Auf 750 Metern offenbart sich der erste Einblick in den Hauptkrater. Beim ersten richtigen Rums stellen sich die Nackenhaare auf. Glühende Lavabrocken fräsen brennende Feuerschneisen durch das Dunkel, poltern lautstark die Sciarra del Fuoco hinunter, um schließlich mit einem Zischen im Meer zu verdampfen. Draußen auf dem Wasser antwortet die Armada der Ausflugsboote zeitgleich mit einem Blitzlichtgewitter. Ehrfürchtig steigen wir höher zum Pizzo Sopra la Fossa auf 918 Metern. Im Abstand von 10 bis 20 Minuten kündigt animalisches Fauchen urgewaltige Eruptionen an. Teilweise sind bis zu 9 der 11 Krater gleichzeitig aktiv. Hefeistoß muss noch ein paar Angestellte haben. Während Vulkane weltweit nur gelangweilt vor sich hin qualmen, bricht der Musterknabe seit tausenden Jahren mehrmals stündlich aus. Diese Form der Aktivität gibt es tatsächlich nur wenige Male auf der Welt und wird strombolianischer Vulkanismus genannt. Der Abstieg erfolgt weiter westlich. Dort lässt sich die Vulkanasche die Retissima absüffen. Natürlich landen wir alle noch im Ingriz. Und Ökosis LG Golden Glug LSC Zygzag ACLUSSGCC Golden Eskzig Akug SFG geht eigentlich euer Boot, fragt Ugo mittendrin mit VUG 1 Zyg, Kurs wie gemein, das Vulkanvirus hat uns jetzt schon fest am Wickel.